Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. In der letzten Folge haben wir uns eine portugiesische Flagge gestohlen und müssen jetzt die Nosso Senhor oder Senhor aufspüren, nicht aufspülen. Und wir werden ganz gechillt hier, ne? Ganz gechillt. Wenn wir hier durch die Meere durch und ist sie das nicht schon? What? Direkt voraus! Sie laden etwas von dem Schiff ab! 70. Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Und Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bringen sie. Okay. Tue mein Bestes. Könnte ein bisschen schwer werden. Ist hier sonst irgendwas auf dieser Insel zu finden? Oder nicht? Vielleicht gibt es hier den letzten Schlüssel, keine Ahnung. Okay, verpisst euch mal, ne? Kommt jetzt wieder zurück, oder nicht? A pest? Por Deus! Como foi isto acontecer? Imagino que terá sido mercadoria infectada. Ok. Nos deixarem em paz, enquanto encontraremos uma forma de organizar uma quarentena para evitar... Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Nós transmitimos a mensagem. Para mim, era uma traição. Sim, okay, die beiden werden mich einfach... Ich könnte die versuchen zu töten, oder? Solange er nicht mehr da ist. Oder? Beide getroffen. Auch ein bisschen mehr glücklich. Da läuft einer. Der da oben nervt mich ein bisschen. Dann werde ich nicht treffen. Kann ich ihn überhaupt treffen, wenn er näher kommt? Das ist interessant. Scheiße. Nein. Ach so, nee, der kommt sowieso hier lange. Shit. So, zack. Okay, scheint egal zu sein, ob ich mich entdecken lasse oder nicht. Dann kämpfe ich doch gerne. Muss ich sagen. Warte. Nein. Ach gut, er hat aber mich sowieso nicht getroffen. Von daher ist mir das egal. Jetzt bring ihn nochmal um. So, warte, menschlicher Schild. So. Zack. Down. Mein Freund. Down. Und dann holen wir uns mal das schicke kleine Trührchen. Leere Blutampullen, tja. Ja genau, jetzt muss ich ein Schiff verfolgen. Ach, deine Mutter, das ist ein Schiff. Okay, fuck. Ah, da kommt die Jackdaw, nice. Ihr denkt ja mit, meine Freunde, ihr denkt ja mit. Ich bin da voll begeistert. Hallo? Die fahren einfach ohne mich weiter. Die nehmen schon mal die Verfolgung auf, ich schwimme hinterher. Warum nicht? Muss ja auch mal sein, ne? Man muss sich ja fit halten. Deshalb ist die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Aha. Okay, ich soll sie nur verfolgen, nicht zerstören. Alter, die ist... Okay, die ist kein Thema. Fuck.
Die ist... Ach nee, die ist auch kein Thema. Oh, die hat aber auch viel Metall bei. What the fuck? Wie steht ihr denn hier? Rimmung locker. Absegel retten. Scheiße. Oh, fuck, ey. Das ist ja... Ich außen rum manövrieren. Super, ey. Leicht vom Wind abfallen. Naja. Ich bin ja ein sehr guter Steuermann, wie man sieht. Oh, kein Thema. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Mhm. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Na dann. Wo wollen wir mal? Leise, still und heimlich. So gehen Assassinen halt vor. Okay, ich glaube, eine direkte Konfrontation werde ich wohl nicht so ganz überleben. Genau. Tô cansado desta rotina. E também não estou ansioso pela viagem de volta a Lisboa. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Dom Jorge enviou um dos... So. Schon. So. Aua. So, kommt schon. Naja, nimm mal den komischen Klingelingeling da. Ich hätte mich fast erwischt. Da ist ja noch einer. Warum ist da noch einer? Alter, das ist noch so ein großer. Okay, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ich hab eigentlich gedacht, die sind alle down. Zack. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Schnell nachladen. Na gut, nachladen hat sich schon wieder erledigt, verdammt. Ja, ist tot? Ja, ist schon tot. Ging ja schnell. Machen wir die Glocke kaputt. Einfach so, weil ich es kann. Dann kann ich mich... Scheiße. Ah. Dann laden wir aber ein bisschen weiter nach hier. Não tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês. So, du hau die mal alle zu Klump. Ich nehme mich ein bisschen freie Bahn. So, du hast nichts gesehen. É a tripulação do Estibórnio que está a fazer o tour nesta noite? Mhm. Ou foste tu ontem? Por Deus, estou a perder a conta aos dias. So in der Art habe ich mir das aber auch schon mal gedacht, sag ich dir. Na dann. So, schon mal einen getötet und Kontrolle habe ich wohl. So läuft der Hase hier. Oh fuck. Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstation, an die Kanonen. Und zwar alle Mann. Auf deinen Befehl, Captain. Lassen wir diese Bestie brüllen. Na dann. Lasst sie mal brüllen. Öffnet die Hauptsegel. Jetzt habe ich auch noch ein neues Schiff, was ich hier steuern darf, kann, muss. Natürlich Subi. Aber wenn das ein 70er Schiff ist, wird die ja schon einiges haben. Würde ich mal fast behaupten. Die wird wahrscheinlich nicht sehr wendig sein, aber das ist ja egal. Bam, 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 bam. Guck mal, die haben zum Beispiel diese Feuerkugeln gar nicht. Alter. Die zieht aber extrem schnell Health ab.
wolltet gern schwimmen. Okay. Also wir sollten natürlich auch irgendwie darauf achten, dass die Jackdaw nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist ja unser Hauptprimärschiff. Wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn unser Schiff zerstört wird. Na dann. Haben Treffer eingesteckt. Ja, mach den nicht in die Hose, Junge. Das wird sie versenken. Erwarten Befehl. Zack. Down. Okay, da kommen noch mehr Schiffe. Verdammt. Das ist uncool, wenn da noch mehr kommt. Warte. Zack, zack, down. Alter, lass doch mal hier. Die können da hinten schießen. Lol. Was ist das? Scheiß. Wer? Ach, die kleinen. Die kleinen können wir, glaube ich, scheißen. Ist ja krass, dass hier wieder hinten schießen können. Ist ja geil. Ist cool. Das brauche ich für die Jackdaw auch. Auf jeden Fall. Ach, ist ja da. Na gut, wenn ich da hin soll, ne, werde ich mal beidrehen. Ja, ich bin dabei. Und jetzt hart. Ich habe keine Ahnung, nach links, Backbord, Steuerbord, was auch immer. Auf jeden Fall weg. Nicht schlecht, das Ding hat auf jeden Fall einiges an Feuerkraft. Müsste ich mal so behaupten. Das ist echt nicht verkehrt, ey. Ja, ich denke mal, wir sind entkommen. Alles easy. Und damit haben wir mal ein fettes Flaggschiff am Start. Natürlich nicht wahrscheinlich so wendig und so schnell wie die Jackdaw, aber hat halt genug Feuerkraft, ne? Um auf den Putz zu hauen. Topsegel reffen! Locker trimmen, alle sind. Okay. Meine Prise. Na, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Lawrence Prinz Blut. Wertlos. Woods Rogers, Ben Hornigold, sogar Torres selbst. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick. Vielen Dank. Ja gut, scheiß drauf. Das ist nicht immer ein bisschen blöd, dass man dann bewertet wird und so. Nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ich finde das ein bisschen doof, dass man dann bewertet wird und... Mord. Oh, Mord und Totschlag. Hallo, das hört sich doch nach Piraten an. Etwas, das Piraten Spaß machen könnte. Würde ich ja mal fast sogar sagen. Guck mal, wir haben immer noch die portugiesische Flagge am Start. Das finde ich cool. Was ist denn da? Ein großes Schiff auf jeden Fall. Leider kann ich nicht sehen. Doch, jetzt Holz, Metall. Alter, Alter, die sind aber rot. Die sind zu krass. Ich glaube, die sind noch ein bisschen zu heftig für uns. Da sollten wir mal ganz geschmeidig Abstand von nehmen, behaupte ich mal. So. So, willst du ihm hier? Wartest du auf mich? Das sieht eigentlich geil aus, wie diese Schiffe im Nebel auftauchen. Das ist extrem cool gemacht. Da hat Ubisoft echt was rausgehauen, ey, Respekt. Und dann bin ich ja mal echt gespannt auf Watch Dogs. Wenn die hier schon sowas zaubern können, wie die das mit einer Stadt machen. Weil Wasser und so ist ja doch immer ein bisschen schwerer, finde ich. Oh, Sequenz 10. Mord und Totschlag. Spürst du es, AD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann.
Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Brennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Na dann. Wollen wir mal. Captain, denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, und der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen? Tja. Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo nennen die Spanier sie. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Okay, das Problem ist, ich habe leider keine Mörser mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich denke, wir sollten es aber irgendwie trotzdem schaffen. Treff die Top- und Bramsegel! Alle Segel niederholen! Feuer! Ja, was soll ich jetzt machen? Großsegel, los geht's! Auf dein Zeichen, Rick! Na, jetzt soll ich natürlich gleich wieder 50.000 an der Backe, ey. Feuer! Feuer! Dann hast du Befehle, Captain! Feuer! Komm, schon mal die kaputt. Feuer! So, zack, die ist down. Boah, dass wir die so nicht down kriegen, ey, das ist echt. Das Problem ist, ich will die ja nicht. Zack, dankeschön. Ach, die schickt uns nicht auf den Meeresgrund. Freu nicht rum, Junge. Cool, zack, down. Tschüss. Okay, Bekanntheitsgrad erhöht. Ich muss sie jetzt irgendwo finden, die verkackte Benjamin, ey. Könnte lustig werden. Alle Segel setzen, Jungs. Vor allem. Ja, wir sind nicht mehr ganz unentdeckt. Genau, Piraten überkommen jetzt auch noch, schon klar. Da ist die Schwachstelle. Was mit dir? Feindliches Feuer! Entern, als ob ich die Enter, ey, ohne Scheiß. Feuer! Komm schon. Minen auf den Wogen, Sir! Bereit zum Schießen, Captain! Bleib locker. Wir sind beschädigt! Ach komm, hol nicht rum! Feuer! Die hält er schon aus. Feindliches Feuer! Reich den Minen aus, Captain! Feuer! Ja. Alles cool, Junge, alles cool. Bereit zu feuern! Ich bin immer noch auf der Suche nach The Benjamin. Hab ich sie? Jawohl. Sehr schön. So, da kommt ihr. Ihr seid aber. Ihr seid sowieso scheiße. Ihr könnt nichts. Ihr könnt nichts. Komm schon. Hä? Hallo? Verdammt, der Ring lockert nicht. Der Ring! Wo ist die Benjamin? Das ist echt die Frage, wa? Einholen und aufgeheilt! Was ist nur los? Ach komm, leck mich am Arsch. Vorsicht, Captain! Wir wurden touchiert! Feuer! Vorteil, den die haben, ist, dass ich keine Mörser mehr hab, ey. Aber die kommen hier gar nicht hin, die Spacken. Also von daher. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Bereit zu feiern! NP! So, zack, das war's mit den Piratenjägern. Da ist einfach nur eine Stinknummer. Die Benjamin. Da ist Hornico. Geht näher ran. Okay, das Problem ist, wie gesagt, ich kann die nicht versenken. Weil ich hab. Versenken kann ich schon. Ich habe aber leider keine. Ja,
eng. Eng, sagt er, eng. Mann, hier, hau rauf. Das ist nämlich einfach rammen. Alter, wie viel Leben das hat. So, Batz, Junge. So sieht es nämlich mal aus. Ich hoffe es doch. Also Ram, muss ich sagen, lohnt sich definitiv. Das macht echt was aus. Kranker Scheiß, hätte ich nicht gedacht. So, das war's für dich, Horny Gold. Du alter Stricher, du. Der Jackdaw entkommst du nicht. Ich komme wieder zurück. Aber wir haben noch was zu erledigen. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn hier mache ich einen kleinen Cut. Sind nur Sachen zusammen? Nö, hier war ich schon mal. Was ist das denn hier? Verbündete, aha. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Bis dann. Haut rein.